Heute schauen wir uns mal wieder EDC-Ausrüstung an, und zwar von Olight. Dieser, ja, multifunktionale, ich muss das wirklich vorlesen, Pry Bar. Und das Teil heißt O-Pry. Olight Pry Bar. O-Pry. Ob das was kann, ob es was bringt und sowieso, und überhaupt, wenn dir das irgendwie interessiert, bleibt dran. Hallo, willkommen, das ist der René Ostmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Der hier ist nun dieses Teil. Ich habe mir das auf Amazon geholt, weil es mich einfach interessiert hat, weil ich ein bisschen einen Knall habe, wie du vielleicht schon weißt, wenn du mir länger folgst. Und ich mag solche Everyday Carry Dinge. Ich habe übrigens auch einmal ein Video über wahres Everyday Carry gemacht, oben bei mir klicken, wenn dir das interessiert. Was ich bei dem hier nett finde, wenn wir so mal genauer reinschauen, du hast auch insgesamt 2 Bits, also 4 Bits ganz konkret mit. Und das ist jetzt nicht über einen Gummiringel oder irgendeinen Dichtungsring, sondern das ist wirklich so eingebaut, dass es nicht rausfallen kann, weil hier an der Stelle kann man umklappen. Es geht ein bisschen streng, aber nicht so streng, dass ich jetzt sage, das ist ein Nachteil. Überhaupt nicht, das ist wirklich okay. Und dann komme ich zu diesen 2 Bits hin. Die fallen dann auch relativ rasch raus. Also da muss man dann aufpassen. Und das ist, was ist das? Das sind ein Torxinger und da ist ein Schlitz und ein Kreuz mit dabei. Ich weiß nicht, ob man die auswechseln kann und ob man da andere verwenden kann. Ich mutmaße aber ja, denn ich habe mir mal, ich glaube, das waren bei meinem Hornbach oder so, habe ich mir gekauft ein Bitset mit so kleinen Bits. Das war so ein Elektroniker-Bitset und das ging, hat ziemlich ähnlich ausgeschaut, habe ich aber aktuell nicht hier, daher kann ich es nicht probieren, aber ich mutmaße, dass das passt. So, und jetzt ist etwas, was ich auch wiederum positiv finde, wenn man es braucht. Schau, du nimmst da jetzt den Bit raus und bei sehr, sehr vielen dieser multifunktionalen Tools geht das eben nur auf die Art und Weise, dass ich das so einspanne. Ja? Und dann hält man das da irgendwie. Hier bei dem O-Pry, ja, wird das so eingesetzt. Ja? Und dann hast du auch einen richtigen, ja, wie ein Schraubendreher eben, ja, die Möglichkeit. Wenn etwas tiefer sitzt, dann geht es natürlich nicht. Ist klar, es ist nur ein Behelfsteil, ob das wirklich notwendig ist und so cool ist, dass man das unbedingt braucht, das musst du für dich selbst entscheiden. Das Ding, ich habe es auf Amazon gekauft, möchte eine Sache noch klarstellen, ich werde nicht von Olight gesponsert, ich habe mit denen nichts zu tun, ist alles, ich habe das selbst gekauft und daher ist es also keine Werbepartnerschaft oder sowas. Ich weiß, dass Olight das relativ häufig macht, die schreiben mich auch andauernd an, interessiert mich aber nicht, das möchte ich auch klarstellen, ja, dass, damit hier nicht ein falscher Eindruck entsteht. Aber zurück zum Thema. Das Ganze habe ich mir auf Amazon gekauft und das ist sau teuer eigentlich für dieses kleine Teil hier. Gib da unten den Link, schau es an. Das ist natürlich billige Eigenwerbung, das ist ganz klar. Natürlich auch, weil ich meine eigenen Messer herzeige und so weiter. Aber zurück zum Thema. Ich weiß, das nervt viele, aber es ist so. Das ist Titanium. Das heißt, eigentlich ist das relativ leicht. Wenn das ein Stahlteil wäre, dann könntest du damit, weiß ich nicht, hämmern. Aber das ist relativ leicht. Ich meine, es hat noch immer sein Gewicht, das ist ganz klar. Aber eigentlich ist es relativ leicht. Einer Kommentator hat geschrieben, das ist der teuerste Flaschenöffner, den er hat. Ja, das kann schon sein. Schau mal, ja, du hast hier einen Flaschenöffner mit dabei. Dann da ist noch einmal ein Hex, Schlüssel auf Dreher. Hier kannst du unterschiedliche Hex, also solche Muttern aufschrauben. Da ist auch, ich weiß nicht, ob die Kamera das schön darstellt, im Inneren ist so eine Riffelung auf beiden Seiten, damit das noch ein bisschen besser beißt und ein bisschen besser hält. Und ja, ich habe es noch nicht ausprobiert und ich muss das sagen, so oft mache ich Muttern nicht auf, beziehungsweise sind das kleine Muttern, zum Beispiel bei irgendwelchen Armbrüsten, da ist das sowieso zu groß und da habe ich dann echtes Werkzeug dafür. Dann gibt es den Obligaten, ich kann damit irgendetwas aufbrechen und ich glaube auch, dass das wirklich saustabil ist. Saustabil, also das ist, reden wir dann nachher noch drüber, also zum Beispiel Dosen aufmachen, von irgendwelchen so Farbdosen aufmachen oder als Mini-Einbrecher, so ein Mini-Brecheisen. Ich habe keine Ahnung, da habe ich keine Erfahrung damit. Vielleicht kann mir da irgendjemand helfen. Aber so schaut die ganze Sache aus. Hier hinten ist dann noch einmal so ein bisschen Design-Chimping, ist aber kein Problem. Und dann hier eben ein Clip. Das ist kein Deep Carry, aber Fast Deep Carry. So weit schaut das dann raus. Und alles ist gut. Es ist im Lieferumfang und das hat mich gewundert. Das hat mich wirklich gewundert. Auch ein Lanyard mit dabei. Hier mit eingebaut. Es ist auch sehr schön verpackt, so wie man das von Olight kennt. Und so ein bisschen auf Apple-Style sozusagen. Und das ist auch alles sehr, sehr schön und nett gemacht. Gut, ja, sei es drum.
Ich weiß nicht so recht. Es gibt dann noch ein Inch und ein Zentimeter Lineal. Und da gibt es auch noch einmal die Möglichkeit, Hexe reinzugeben. Oder eben das Band, die Schnur. Ich mutmaße, weil das hat mir mal ein Selbstverteidigungsspezialist, der auch mit Spezialeinheiten trainiert und so weiter. Also ich bin kein Spezialeinheit und ich bin auch kein Selbstverteidigungstyp, kenne mich da nicht aus. Aber ich habe mit dem gesprochen und der hat mir gesagt, wenn du da nämlich ein bisschen eine Schnur mit dabei hast, so ein Stückerl, dann ist das auch als Selbstverteidigungstooler-Idee. Möglich, weiß ich nicht. Kubutan-mäßig, ja, warum auch nicht? Also nur damit wir über alle Funktionalitäten gesprochen haben. Und eben, ich würde sagen, als Rettungstool, weil du hast sozusagen so als Mini-Glasbrecher, was meine ich damit? Hier an der Stelle ist es doch relativ, also nicht so scharf, dass ich da jetzt ein Problem hätte beim Tragen. Es ist doch scharfkantig an der Stelle. Da ist es ein bisschen abgerundet, aber da ist scharfkantig. Und jetzt nicht für die Windschutzscheibe, ich meine, ja, aber für so eine Seitenscheibe zum Einschlagen, wenn man das an der richtigen Stelle macht, wenn ich mich erinnern kann, irgendwo links oder am Rand, wenn du da drauf schlägst, auf jeden Fall machbar. Eine Sache, und die ist mir nicht klar. Und wenn ihr das wollt, wenn du das willst, schreib mir einen Kommentar und gib mir Daumen nach oben bitte natürlich. Ich könnte einen Härtetest machen, denn natürlich der Bereich hier könnte theoretisch eventuell ein Schwachpunkt sein. Ich persönlich glaube es nicht, weil das ja doch ein fettes Teil ist. Und es ist alles schön abgearbeitet und abgerundet. Daher glaube ich das nicht, aber ja, sei es drum. Also es ist richtig, es ist wirklich der teuerste Flaschenöffner, den ich besitze. Da könnte man Victorinox, habe ich ja eh in 100-fach ausführen. Übrigens, wir haben auch für Victorinox eigene EDC-Scheine, gebe ich da auch unten den Link dazu. Weil ich billige Eigenwerbung mache, aber egal. Das Thema ist halt, braucht man es? Schreibt mal einen Kommentar dazu. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Weil, einen letzten Punkt noch. Wir haben auch darüber nachgedacht, eben so eine All-Day-Carry-Scheide, wie wir es bei den Victorinox-Messern haben, dafür zu bauen. Aber dann haben wir darüber nachgedacht und gesagt, pass auf einmal, ein Messer, Victorinox-Messer zum Beispiel, das brauche ich doch vielleicht häufiger. Ja? Aber das hier, wie oft muss ich einen Torx aufmachen? Ich meine, wenn du kein Alkoholproblem hast, dann wirst du auch nicht die Bierflaschen die ganze Zeit öffnen. Und die Alkoholprobleme machen das mit den Zähnen oder sonst irgendwie, was ich gesehen habe. Also, das ist auch nicht so der Punkt. Und wie oft muss ich denn wirklich diese Schraubenteile da verwenden? Und wenn ich das muss beruflich, dann habe ich professionelles Werkzeug dazu. Also, das ist so EDC-Sache, die in einem Expedition oder in einer TT oder Wingquest und Helikontex oder was auch immer Tasche reinstecke und mit habe, damit ich es habe, wenn ich es brauche. Oder ich habe sie wirklich irgendwo im Hosensack, wenn ich dann irgendwie das Band drauf mache. Oder aber als Oldie Carry, so in der Form hat es für uns keinen Sinn, meiner Meinung nach. Aber es wäre leicht genug. Ich muss wirklich dazu sagen, es ist dafür relativ leicht, aber auch teuer. Ich glaube, dass ich lang genug drüber geredet habe. Jetzt bist du dran. Schreib mal gerne einen Kommentar, was du von dem Teil hältst, was deine Meinung dazu ist. Gerne, ob du das hast und sowieso und überhaupt. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, hier ist zum Beispiel der Stitch, dann gibt es auch Hawk, Raptor und viele andere Messer und natürlich unsere 3D-gedruckten Teile, die wir haben und sowieso und überhaupt. Und danke, dein Rainer Haus und ciao, ciao.